Seid ihr ganz herzlich willkommen bei diesem neuen Aufnahmen, was ich gerade starte. Die Geheimnisse des Wassers. Schaut mal dieses Bild an, wie wundervoll, wie schön. Diese Harmonie und Perfektion, das ist Wasser. Das ist ein Wasserkristallmoleküle. Dr. Masaru Emoto hat in diesem Gebiet geforscht und Wassermolekülen fotografiert. Das ist sein Bild. Wasser kennen wir alle. Wir begegnen jeden Tag mit diesem Element. Wir kennen das Meer, das Ozean, wir kennen einen Fluss oder Bach. Wir kennen auch Wasserfall oder Regen und natürlich unserem Trinkwasser. Wenn wir unseren Planet Erde betrachten, haben natürlich die Kontinente, aber auch sehr viel Wasser. Das macht unseren Planet, unseren blauen Planet, außergewöhnlich. Und das Wasser schenkt uns Leben und ist in vollen Geheimnissen. Unserem menschlichen Körper besteht 75-80% aus Wasser. Unserem menschlichen Gehirn besteht 95% aus Wassermolekülen. Und was kennen wir von Wasser? Warum ist diese Struktur? Warum verändert sich das? Was löst es aus? Das ist voller Geheimnissen. Wasser kann Informationen und Gefühle aufnehmen und das auch speichern. Wasser hat ein Gedächtnis. Wasser kann aber auch kommunizieren, Informationen vermitteln, weitertragen. Und Wasser reagiert auf Wörter. Wenn wir das Wort Wahrheit aussprechen. Und natürlich steht auch das Gefühl dazu, die Wahrheitsliebe. Dann verändert sich die Wassermoleküle und entsteht genau die Struktur. Wahrheit. Wasser reagiert unterschiedlich auf Musik. Reagiert auf unterschiedliche Schwingungen und Emotionen, verändert die Struktur. Das Bild, was Dr. Masaru Emoto fotografiert hat, zeigt das Wort Wahrheit, wenn es um Lügen geht, das Wort Lüge, oder wenn jemand Lügen erzählt. Was passiert mit dieser Struktur? Verändert es, wird zerstört, also reagiert, Wassermolekülen reagieren. Was auch interessant ist, in diesem Ort, wo wir geboren sind, ist auch Wasser unter dem Erde. Und unserem menschlichen Körper besteht Großteil auch aus Wasser und hat diese Grundstruktur, wie diese Wasserstruktur ist in unserem Geburtsort. Das heißt, das Element Wasser erinnert sich auf diesem Ort, wo wir geboren sind, auch Gedächtnis, gespeicherten Informationen. Und wenn wir Wasser trinken, sollen wir auch darauf achten, aus welcher Quelle trinken wir und wie behandeln wir dieses Wasser.
seit ich damit beschäftige, ich bedanke mich jedes Mal, wenn ich Wasser trinke. Wenn ich ein Glas Wasser in Hand habe, ich spreche das nicht laut aus, aber innerlich sage ich ein Dankeschön. Ein Dankeschön, dass ich dieses Wasser trinken darf, dass wir Trinkwasser haben. Und ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Einstellung, auch mit dieser Liebe, mit dieser Dankbarkeit, verändere ich die Struktur mein Trinkwasser. Und das ist mir bewusst, auch wie das in meinem Körper dann wirkt, nämlich heilend. Das war meine erste Aufnahme über Thema Wasser. Und ich werde in der Zukunft noch sehr viel darüber berichten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.